kommen aus Mexiko, Gran Palladium, und wir wollen euch heute noch das nächste Hotel hier im Komplex zeigen, und zwar das Kolonial. Wir starten heute mal vom Strand aus. Es ist heute sehr windig. Wir haben leider, wie ihr seht, ganz viel Seegras, aber können wir nicht ändern. Sieht trotzdem wunderschön aus, die Aussicht. Und auch hier immer noch, wenn wir einmal hinter uns schauen, die Jungs machen ganz viel, dass ein bisschen weniger Seegras da ist. Aber wie man sieht, sind trotzdem ein paar Leute im Wasser. Also man kann die Karibik trotzdem genießen. Wir schauen jetzt von hier hinten vom Strand aus bis nach vorne durch zur Lobby und gucken mal, was es auf dem Weg alles so gibt. So, direkt am Anfang ist hier auch wieder ein Volleyballplatz. Das Kolonial ist so ein bisschen zusammen mit dem Cantina, das heißt, die haben einen Pool und einen Strandbereich und im Hintergrund auch die Pool- bzw. Strandbar. Wir gehen jetzt mal am Pool vorbei, müssen, glaube ich, ein bisschen gucken, dass nicht so viele Leute drauf sind, weil es ist gerade super Wetter hier zum Baden. Kommen wir jetzt auch schon zum Poolbereich. Ein Riesenpool auf jeden Fall. Es gibt immer Getränke. Es gibt auch mittags hier was zu essen auf jeden Fall, wo ihr euch was holen könnt. Kleine Snacks oder halt in einem Hauptrestaurant. Genießt einfach mal den Ausblick. Ich bin hier. Auch hier sind auf jeden Fall genug Liegen vorhanden. Man kriegt immer was. Handtücher gibt es natürlich auch. Auch von hier super Blick auf den Pool. Ich sehe nichts. Egal, ob ihr seht was. Ja, das zum Pool. Und dann zeigen wir mal ganz kurz, wo es das Mittagessen gerade jetzt hier im Hotel gibt. Ich würde mal sagen, wir schauen mal hier unten lang. Weil am Pool sind gerade leider so viele Leute und wir wollen nicht unbedingt die Leute filmen. Ja, hier gibt es überall solche Wege, wo so kleine Golfcars fahren. Wir vom THS können uns eigentlich immer und überall wohin fahren lassen. Wie es jetzt bei den anderen Hotels ist, kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber es gibt auf jeden Fall Shuttle-Service von Lobby zu Lobby, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Dort oben ist dann das Restaurant, wo es Mittagessen gibt. Würde ich jetzt aktuell nicht reingehen. Wie gesagt, es ist gerade Mittagszeit, darum ist es relativ voll. Wir haben aber im Video vom Cantina das Essen kurz mitgezeigt. Wer Lust hat, schaut da einfach rein. Und dann gibt es hier überall im Hotel so richtig schöne Wege, wo man langlaufen kann. Und das kann man immer schön genießen, vor allem abends, wenn es schön beleuchtet ist. Jetzt nach hier drüben ab. Das ist die Love Street. Das ist auch voll süß. Das werdet ihr gleich sehen mit den Herzchen am Baum. So, weiter geht's. Immer Richtung Herzchen.
So, einmal rechts abgebogen geht's dann in Richtung Lobby bzw. Theater für abends. Und da ist eigentlich jeden Abend hier im Kolonial was los, immer verschiedene Shows. Wir haben uns jetzt schon 3 angeguckt. Die waren bis jetzt immer super. Also wenn ihr Lust habt, schaut euch das selber natürlich an. Hallo. Also die findet ihr hier wirklich überall im Hotel. So, wir biegen mal hier ab. Wie gesagt, hier abends, wie ihr schon sehen könnt, anhand der Bestuhlung ist auch richtig viel los hier immer. Heute Abend ist Mexican Show, die schauen wir uns auf jeden Fall an. Die Piratenshow war auch sehr gut. Und was hatten wir noch angeguckt? Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Ach so, Feuershow am Strand, White Party war, also es war bisher alles super. Bevor wir uns die Lobby angucken, machen wir noch einen kleinen Abstecher nach da hinten. So, da haben wir sie. Hier auf dem Gelände gibt es auch noch eine Kirche. Es gibt ganz viele, die hier heiraten. In den letzten paar Tagen waren schon ganz viele Hochzeiten hier. Und dann kann man sich das Ganze hier schick machen lassen, kann abends sich beim Essen das irgendwo auch ganz schick machen lassen. Also es war bis jetzt immer super, was wir bisher gesehen haben. Ist auf jeden Fall richtig schön gemacht, hier auch mit dem Wasserfall an den Wänden und der kleine Parkbereich vorne. Richtig niedlich. So, wenn wir jetzt schon mal hier sind, schauen wir auch mal kurz rein. So, dann auf zur Lobby. Auf geht's. Wie süß. Da sind sie wieder, meine Enricos. 2 Riesenteile. Oh, hinter dir ist auch noch ein großer gewesen. Ja, wo lang? Oh. So, wir gehen hier rein. Ab zur Lobby, ein bisschen ins Kühle. Es ist gerade sehr heiß. Wir starten jetzt von der anderen Seite der Lobby. Hier habt ihr auf jeden Fall das Programm, was abends immer so los ist. Wir waren gestern auf jeden Fall hier zur White Party. Wir haben uns diese Show mit den Piraten und die Karibik-Show angeguckt. Und heute die Mexican-Show, wie gesagt, alle super gewesen bisher. Ja, gucken wir uns auf jeden Fall wieder an heute. Die Lobby vom Kolonial ist relativ offen gestaltet, also ich finde es wirklich sehr schön. Hier ist abends auch immer richtig viel los, wie gesagt, hier die Showbühne, dann den offenen Bereich hier. Einen Abend war auch wie so ein kleiner Markt aufgebaut, wo es Souvenirs, Sachen gibt, was handgemacht war, Tassen,
gestrickte, gehäkelte Sachen und sowas. Also wirklich richtig schön, auch mit den ganzen Brunnen hier überall. Und dazu so mal wieder in Schatten gehen, weil ich sehe nichts. Hinter mir, ich hoffe, ihr könnt es noch erkennen, ist auf jeden Fall die Bar. Da gibt es auch super leckere Drinks. Wir können auch noch mal ein Stückchen rangehen, dass ihr die mal von nahen seht. Ja, hier bei den Jungs gibt es auf jeden Fall super leckere Getränke, also einfach ran und bestellen. Also wer Lust hat auf Sport, hier gibt es auch eine Sportbar, wo ihr dann Fußball, Football, alles Mögliche gucken könnt. Ist auch gut klimatisiert drin, wer darauf Lust hat. Super schöner Innenbereich hier mit dem großen Springbrunnen, Wasserfall, wie man es auch nennen möchte, in der Mitte. Lässt sich abends auch sehr schön hier sitzen. Und von hier aus gehen wir mal quer am Check-in, Check-out vorbei und zeigen euch noch kurz die Restaurants, die es hier gibt. Hier im Kolonialbereich auf der Seite sind auch immer die Gästebetreuungen von den einzelnen Reiseveranstaltern. Beziehungsweise könnt ihr hier auch Ausflüge buchen, lasst euch einfach mal beraten, wenn ihr wollt. So, und hier gibt es jetzt nochmal die à la carte Restaurants. Das hier vorne ist das La Adelita. Haben wir jetzt leider auch nicht mehr geschafft, das auszuprobieren, weil es gibt ja, wie gesagt, so viele Restaurants hier. Sieht auf jeden Fall richtig niedlich aus. Ist, glaube ich, mexikanische Küche. Und dann haben wir hier hinten noch eins und das probieren wir heute Abend aus. Das ist das Eldorado, ein Steakhouse. So, von hier aus einmal nach vorne zur Lobby durch, zum Ausgang. Hier sind heute auf jeden Fall ganz viele angereist. So, und dann sind wir jetzt hier auch fast am Ende angekommen und das Schönste zeige ich euch zum Schluss. Kommt mal mit. Ich sag nicht viel dazu, ihr könnt einfach mal schauen und lasst es auf euch wirken. So, ich habe mir mal ein schattiges Plätzchen gesucht. So, wir sind einmal durch hier im Grand Palladium. Kolonial ist auch wirklich ein richtig schönes Hotel. Die Lobby gefällt uns sehr gut. Und ja, schaut euch auch gerne die anderen Videos von dem ganzen Komplex hier an. Und mehr sage ich heute nicht. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Musik